Also, was hat sich verändert? Sie kennen die Schlagworte, ich will ein, zwei Dinge dazu gleich rausgreifen, wenn ich das hier wiederfinde bei mir selber. Wir haben eine Zunahme von Komplexität in Organisation und Umwelt. Das klingt relativ trivial. Das Maß der Komplexität bedeutet aber gleichzeitig auch eine zunehmende strukturelle Unsicherheit. Wir kennen heute Krankheitsbilder, Belastungserscheinungen, auch bei Schülern, Burnout, Überlastungssymptome, die kannten wir vorher nicht. Jetzt kann man mal sagen, wir kennen das, weil wir dafür einen Namen gefunden haben. Das halte ich aber nicht für ganz legitim. Das heißt, es gibt Erscheinungsbilder, Phänomene in der Arbeitswirklichkeit, die waren früher einfach nicht da. Wir haben unter anderem im Rahmen dieser zunehmenden strukturellen Unsicherheit das Thema, wie orientiere ich mich eigentlich? Früher war die Welt ziemlich einfach. Ein Beruf, eine Ausbildung, ein Arbeitgeber, ein Haus, eine Familie, eine Frau. Schluss mit lustig. Ja? Heute kennen Sie das Phänomen, wir sagen, ein lebenslanges Lernen müssen wir vorantreiben. Ja? Wir haben Patchwork-Familien, wir haben eine völlig veränderte soziale Wirklichkeit, wir haben eine Mobilisierung, wir haben auch eine, wie soll ich mal sagen, Enttabuisierung von Zwängen, die uns früher vielleicht auf der Bahn gehalten haben. Das ist alles keine moralisierende Betrachtung, es ist einfach ein Phänomen. Und wir haben damit auch veränderte Berufsbiografien. Wir haben nicht nur Patchwork-Familien, wir haben auch Patchwork-Karrieren. Wir finden zunehmend Menschen, die machen ganz unterschiedliche Sachen im Laufe ihres Lebens. Und ich sage von mir selber, das, was ich heute mache, womit ich mein Geld verdiene, ist etwa noch zu 10% das, womit ich vor 17 Jahren angefangen habe. Ich bin der tiefen Überzeugung, ich werde auch in 17 Jahren irgendwas machen, aber das wird mit dem, was ich heute mache, nicht mehr viel zu tun haben. Ja, das heißt dann vielleicht ähnlich, aber da ist substanziell was anderes drin. Wir erklären heute jungen Menschen, die in den Beruf gehen, lernen sie was und dann lernen sie sowieso in 10 Jahren was Neues. Wir denken über neue Karrieremodelle nach, also Dinge, die man bislang gar nicht kannte. Wir haben eine kürzere Halbwertszeit von Wissen und Innovationen, das geht immer schneller. Mittlerweile lassen manche Firmen Innovationssprünge aus, weil sie gar keine Zeit mehr haben, die zu realisieren. Die warten einfach auf den nächsten Hype. Ja? Das hat auch was mit Mitarbeiterbelastbarkeit zu tun. Wir haben höhere Technologisierung der Arbeitsmittel, das kennen Sie aus dem Arbeitsmarkt, die Diskussion. Wir haben einen Wegfall von trivialen Tätigkeiten. Wir machen das heute alles auf einem sehr viel höheren Standard. Ich selbst bin meinem Videorekorder, das gibt es nicht mehr. Wie heißt das Teil heute? Wie heißt diese Dinge? Nee, das gibt diese Kombi-Teile. Ich bin eben nicht gewachsen, also ich kann das nicht bedienen. Bin da auch technologisch mit überfordert. Ja, das ist aber auch ein Phänomen. Ich muss irgendwie Komplexität reduzieren. Ich muss gewisse Dinge einfach abschalten. Also kann ich auch diese komischen Sachen, ich gucke mir mal so eine CD schicken, ich kann die einfach nicht anmachen zu Hause. Ist nicht schlimm. Ich habe auch ein digitales Fernsehen. Ich kann aber auch nur 3 Programme anmachen. Man kann damit leben, aber ich muss irgendwo sehen, wie ich damit zurechtkommen. Ich kann vielleicht ein paar andere Sachen noch. Dann haben wir hybride Strukturen. Das ist was ganz Neues, gerade in der Diskussion. Wir erklären den Leuten, hey, du musst mal global sein, aber am Wochenende musst du dich mal ganz entspannen. Also wir sagen aktuell totale Beschleunigung die Woche über und dann hast du Freitagabend Zeit und dann machst du mal dein Rebirthing, deine Recreation Phase und dann kommst du mal runter und Montagmorgen fängst du wieder komplett neu an. Ja, wir verlangen von den Leuten, dass sie also zwischen schnell und langsam sofort wechseln, dass sie Paradigmen wechseln, dass sie ständig telefonieren, bis sie zu Hause sind und dann sagen, jetzt bin ich mal ganz gelassen, jetzt mache ich alles aus, jetzt mache ich mal Tiefenentspannung, jetzt bin ich mal Familienmensch. Ja? Das sind Anforderungen, die hatten wir vorher in diesen eruptiven Sprüngen auch nicht. Und wir haben eine Globalisierung, Internationalisierung, das muss man sich auch mal ganz klar vorstellen, was das bedeutet. Früher war ins Ausland gehen, als ich Abitur gemacht habe, 86, war Sport von kinderreicher Eltern. Man ging mal ins Ausland, weil das dazugehörte, wenn man das eben konnte. Und heute ist das so, dass wer nicht ins Ausland geht, ist eigentlich gescheitert. Mich würde heute kein Konzern mehr einstellen. Ich bin eine Nullnummer. Ich war immer nur in Köln. Ja? Ich habe zwar 2 Studienabschlüsse, aber ich war immer nur hier. Ich kann ein bisschen Englisch. Ansonsten bin ich eigentlich havariert, ja? Nach heutigen Maßstäben. Was heißt das für die Anforderungen, die sich stellen? Das kann ich jetzt beschleunigen, weil das ist Ihnen ja schon selber aufgefallen, was das bedeutet. Also, wir brauchen ein ganzheitliches Denken als Kernkompetenz, das heißt auch neuronales Lernen. Wir müssen ganz andere Strukturen anlegen. Also wenn früher einer gesagt hat, lern mal Latein, damit du ein bisschen systematisch denkst, dann tut mir das als Altphilologe immer auch weh. Also ich sage, nee, so ist das nicht. Wenn wir heute Latein oder Mathematik verbinden mit anderen Ausdrucksformen, dann heißt das aber auch, wir legen neuronal, und das sind die Erkenntnisse, die man jetzt auch gewonnen hat, ganz andere Bahnen an. Es fällt mir schwer zu denken, dass ich Mathe tanzen kann, weil das hat mir keiner beigebracht, das zu denken. Und das ist eine Strukturgröße. Wenn man einmal lernt, dass das verknüpfbar ist, nimmt man auch die Welt anders wahr. Und das ist ein direkter Zugang zur Wahrnehmung und damit eine Öffnung auch auf die Frage, was kann ich eigentlich nachher machen. Also ich selbst tue mich manchmal schwer damit, Dinge umzusetzen, weil sie mir nicht einfallen. Und dann kommen Leute, die anders ausgerichtet sind, sagen, denk das doch mal andersrum. Und dann stelle ich fest, das funktioniert. Das ist auch eine Aufgabe von Schule, die Vorbereitung auf die Öffnung in eine völlig veränderte und auch
komplexer werdende Umwelt. Dazu gehört auch parallel zur steigenden Unsicherheit die Kompetenz zur Selbststeuerung und die Unterstützung der Handlungskompetenz, sich selber Dinge abzuleiten, Handlungsmuster zu entwerfen und auch selber zu wissen, was ist für mich eigentlich das, was mir auch zugänglich ist und sich damit zu verorten, eine Orientierung zu geben, damit in Verbindung die Persönlichkeitsentwicklung im Sinne eines kognitiven und emotionalen Komplexitätsmanagements, nicht nur zu sagen, Junge, hast einen guten Kern, sei ehrlich und aufrecht, sei pünktlich, dann klappt das schon, sondern man braucht heute auch die Kompetenz sehr früh schon, damit zu leben, wie komme ich mit meinen Belastungsgrenzen zurecht, wie komme ich auch mit meinen Schwächenfeldern zurecht und wie komme ich auch mit dem Druck zurecht. Und das muss man ganz klar sagen, der Druck steigt. Die Leute diskutieren heute viel früher, was brauche ich eigentlich, um nachher irgendwas zu werden. Das ist eine in meinen Augen sehr zweckgetriebene Diskussion, die dem eigentlichen Bildungsgedanken, den wir hier thematisieren, etwas entgegensteht. Ich werbe immer dafür, mehr Freiheit zu geben, auch in der Schule noch, nicht verzweckt zu denken. Das kann man nicht ökonomisch messen. Das Geld kommt nachher von selber, wenn man das, was man kann, gut kann. Und wenn man das gerne macht und wenn man das mit ganzer Persönlichkeit ausgeglichen macht. Ja, das heißt auch lebenslanges Lernen, Lehren für die Schule, zu wissen, okay, ich habe das jetzt nicht einmal gemacht, abgehakt. Steht übrigens im krassen Gegensatz zu vielen Studenten, die ein Scheinstudium beschreiben, also die wollen halt den Schein haben, ne? Und die sammeln einfach irgendwas, damit sie so ein Zertifikat haben. Das, was wir hier diskutieren, ist auch nicht ganz im Einklang mit dem, was wir Bologna-mäßig machen, wenn ich das mal kritisch sagen darf. Ja, wir sind in seine Modularisierung der Bildungswelt eingetreten. Das ist vielleicht auch eine Form der Komplexitätsreduktion, die wir nicht verhindern können, aber das heißt umso mehr, dass Schule vorher auch ein, Humboldt würde sagen, menschheitsbildendes Angebot machen muss. Ja, wir müssen Innovationsfähigkeit fördern. Das geht über das Denken unzusammenhängender, erstmals überraschender Zusammenhänge. Wir haben interkulturelle Kompetenzen, die wir begreifbar machen müssen. Das ist viel mehr als nur Englisch können. Das ist ein Verständnis für tatsächlich andere komplexe Kontexte und Erlebenszusammenhänge. Mehrsprachigkeit heißt für mich auch nicht nur Sprache als Spracherwerb, sondern auch die Fähigkeit, mich auf verschiedenen Plattformen zu kodieren und dekodieren zu können. Das ist viel mehr als einfach nur irgendwie 100 Worte Französisch zu können, um sich da irgendwie ein Baguette zu bestellen, was ich auch nicht kann. Ja, ich konnte mal Hebräisch, das braucht aber keiner mehr heute. Ja, und wir brauchen einen fächerübergreifenden interdisziplinären Unterricht. Das heißt, wir müssen diese Vernetzung auch anbieten, um aus diesem kanalartigen Denken rauszukommen, um damit ein Angebot zu schaffen, was die Persönlichkeit viel mehr abfordert, entwickelt und damit vorbereitet und strukturell etwas anlegt, was man nachher brauchen kann. Wo die Frage, kann ich das jetzt heute brauchen? Nutzt mir das was, wenn ich den Trommelkurs mache oder mit einem Schauspieler versuche, Inhalte zu realisieren, für mich völlig sekundär ist. Und allein das begreifbar machen, dass es hilfreich ist, sich damit zu beschäftigen, und das hat keinen direkten Nutzen, ist ein enormer Mehrwert von den Aktivitäten von Kultcrossing. Wie sieht das jetzt aus in der Umsetzung? Das überspringe ich jetzt, weil sonst kriege ich Ärger da hinten. Ein normales Chart habe ich gemalt, das ist mal wieder Ordnung auf dem Bild, ne? Also Idee, Methode, Maßnahme, Angebot. Am Ende kommt raus, Kultshopping wird es richten.